Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Yoga für den Rückenstunde. Ich hoffe, du hast es dir schon mal bequem gemacht in der Rückenlage und ich hoffe, deine Technik läuft. Das ist ja auch immer so eine spannende Sache in dieser Zeit, wo wir viel mit Online-Geschichten machen. Dann machst du ganz bequem, schließe deine Augen, konzentriere dich schon mal auf den Atem. Hello and welcome to this Yoga for the Back lesson. Hope you made yourself comfortable lying down like my little teddy bear. Ted is his name. And you can start with closing your eyes, concentrate on your breathing. Mache fünf ruhige, entspannte Atemzüge. Enjoy five calm breathings. Danach konzentriere dich bitte auf den rechten Fuß und das rechte Bein. Mein rechter Fuß und mein rechtes Bein sind ganz entspannt. Concentrate on your right foot and right leg. My right foot and right leg is relaxed. Meine rechte Beckenseite ist entspannt. The right side of my pelvis is relaxed. Meine rechte Rückenseite ist entspannt. The right side of my back is relaxed. Die rechte Bauch- und Brustkorbseite ist entspannt. The right side of my abdominals and chest is relaxed. Die rechte Schulter, der rechte Arm, Hand und Finger sind entspannt. The right shoulder, arm, hand and fingers are relaxed. Mein rechtes Ohr, meine rechte Kopfseite und rechte Gesichtshälfte sind entspannt. My right ear, head, right side of my face is relaxed.
Meine ganze rechte Körperseite ist entspannt. The complete right side of my body is relaxed. Dann gehe zu deinem linken Fuß und linken Bein mit deiner Aufmerksamkeit. Mein linker Fuß, mein linkes Bein ist entspannt. Concentrate on the left foot and left leg. My left leg, left foot is relaxed. Die linke Seite meines Beckens ist entspannt. The left side of my pelvis is relaxed. Die linke Seite meines Rückens ist entspannt. The left side of my back is relaxed. Die linke Seite meines Bauch- und Brustraums ist entspannt. The left side of my abdominals and chest is relaxed. Mein linkes Ohr, meine linke Kopf- und Gesichtshälfte sind entspannt. My left ear, the left side of my head and face are relaxed. Meine ganze linke Körperseite ist entspannt. The whole left side of my body is relaxed. Mein ganzer Körper ist entspannt. My complete body is relaxed. Kannst du deinen Atem vertiefen, langsam und genüsslich dich auf Bewegungen einstellen, beginnen Hände, Füße zu bewegen, dich zu strecken, zu räkeln,
dann deine Füße auf den Boden zu stellen. Anzukommen mit aufgestellten Füßen, entspannt abgelegtem Kopf. Dann lass deine beiden Füße entspannt stehen, hebe den rechten Arm über Kopf. Und wenn der Arm zurückkommt, nimmst du deinen linken Arm über Kopf. Du wechselst immer abwechselnd. Ein Arm über Kopf, der andere neben den Körper. So you change your arms, you lift one arm and the other arm goes beside your body. Concentrate on your breathing. Ganz entspannt in den Schultern bleiben, gerade zu Anfang der Bewegungen. Dass man nicht mal gleich bis zum Anschlag geht, sondern sich so herantastet. Wann wird es weich? Wann wird es weiter? Wenn man zu fest startet, verspannt sich das eher. Take care of your shoulders. And don't go too far with the movement. Und während du das weitermachst, kannst du jetzt jeweils das Bein, wo der Arm über Kopf geht, ausstrecken. Und dann wechselst du das andere Bein. So, you continue with your arm and on the side where you lift your arm, you extend your leg and then you change. Strecke dich von Seite zu Seite. Ich mag das, wenn der Kopf immer ein bisschen so zur Gegenseite rollt. You can rotate your head to the opposite side. Und kann ich auch immer mal einen kleinen Blick aus dem Fenster werfen, hier auf dem Balkon, weil heute ist Montag, Faschingsmontag, wo ich das hier aufnehme. Und vielleicht wirst du dich dann im März, wenn du das guckst, das müsste so in der dritten Märzwoche sein, erinnern, dass heute Eisregen ist und alle am besten zu Hause bleiben heute Mittag. Es geht ganz schön runter hier. Weil alles noch so gefroren ist. Wir hatten es ja so schrecklich kalt. Nein, nicht schrecklich, aber kalt. Und sonnig. Wir sind ja Schlittschuh gefahren am Wochenende. Und jetzt gerade geht dieser Eisregen runter. Das ist sehr spannend. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn ich hier mit der Stunde fertig bin. So, jetzt haben wir genügend bewegt. Und wenn du jetzt hier angekommen bist und einen Arm über Kopf hast, einen Fuß am Boden, dann wechsel mal in die Position, dass die Arme zur Seite liegen. Now you leave one foot on the floor and now you move your knee from one side to the other side. Move your whole body. Bewege deinen ganzen Körper. Ich möchte, dass die Wirbelsäule sich ein bisschen dreht. Ganz locker von einer Seite zur anderen. Spannende Zeit mit dem Wetter 2021. Aber schön, dass es die Kinder alle draußen Schlittschuh laufen zu sehen. Das hat denen, glaube ich, sehr gut getan. Ich weiß auch einige Erwachsene, die Schlittschuh gelaufen sind. Dann komm in die Mitte zurück und wechsel das Bein. Change your leg. I was just talking about the German weather, because we had very cold in January. And now we have an ice rain and it's all slippery, so it's an interesting time right now. But when you look, watch the video, then it will be March. Then it's hopefully warm. Ich hoffe, dass es dann schon echt warm ist, wenn du das anguckst. Während wir so die Wirbelsäule vorbereiten, ein bisschen Gedanken schweifen in Erinnerungen. Das darf man ja, wenn man das bewusst macht, darf man das. Bloß wenn du es so unbewusst geschehen lässt, ist es manchmal nicht so günstig. Dann ist man nicht so ganz bei dem, was man gerade tut. So, dann komm wieder in die Mitte zurück. Bring deine Füße auf den Boden. Wir heben kurz mal die Füße ein bisschen an, die Arme ein bisschen an. Wir kreisen Handgelenke, Fußgelenke. Move your ankles and hands. Genau, in alle Richtungen, alles mal so durchbewegen als Vorbereitung. Wie Klavier spielen, like you would play a piano.
Und dann stell die Füße wieder auf, leg die Arme ganz entspannt. Spür kurz nach und konzentriere dich auf dein Gesicht. Wir machen wieder etwas mit dem Gesicht, so Kiefermuskeln, damit der Nacken in diesem Monat immer schön entspannt wird. Und dazu lässt du mal den Mund leicht offen, bewegst deinen Unterkiefer nach rechts und links, immer so bis zum Ende. Move your lower jaw, your chin to the right and left. And then try and circle. Versuch mal wie so einen Kreis zu machen, so eine rundere Bewegung. Das würde ich jetzt gerne sehen, wenn ihr da liegt und den Kiefer bewegt, aber nicht wehtun, nicht erschöpfen, nur diese kreisrunde Bewegung. Try and circle your jaw. Ich muss halt immer gehen in der Übung. Das tut gut. Maybe you need to yawn, that's okay. Und dann schieb dein Unterkiefer mal Richtung Decke und zurück Richtung Boden. Move your chin towards the ceiling and down to the floor. We want to relax our jaw because this will relax your neck. Und dann entspann deinen Mund ganz locker. Blas mal so ein paar Mal die Backen auf. Make some a big mouth, put some air into your mouth and make like a. Hoffentlich kann man sehen. Auch schön ist so. Alles locker lassen. Und dann brauchen wir, das Gesicht wieder entspannen zu lassen, brauchen wir noch das Heben und Senken von unserem Becken. Du rollst dich nach oben und rollst dich nach unten. Lift your pelvis and bring it down. Und noch ein letztes Mal. Dann können wir mal auf eine Seite rollen, über die Seite nach oben kommen. Come to one side and come into the cat position. Bleibe in dieser Katzenposition, entspannten Schultern und dem Rücken da, wo du das Gefühl hast, der hängt weder durch, noch ist er hochgedrückt. Bring your back into a middle position und dann streckst du das rechte Bein am Boden aus, also Bein aus und stellst die Fußspitze auf den Boden. Und jetzt nehme ich meinen linken Arm, extend your right leg and you bring your left arm above your back, über deinen Rücken. Und dann hebst du die linke Schulter nach oben und nach unten. Jetzt die linke Schulter hoch und runter und der ganze Körper soll sich so ein bisschen mitdrehen. Genau. Ein paar Mal hoch und runter. Diese kleine Katzenvariante. Last time, noch einmal. Dann stützt du die Hand auf, Knie auf den Boden, bring your knee and hand on the floor, extend the other leg. Bringt die andere Hand auf den Rücken und dreht euch zur anderen Seite auf, hoch und runter. Aufdrehen. Man möchte mit dieser Hand da hinten am Rücken auch so ein bisschen lang rutschen, Richtung Boden. Vielleicht kommst du auch bis zum Boden runter. Ich glaube, auf der Seite. Ja, da geht es. Dehnst du schon so ein bisschen Hüfte und Oberschenkel. Noch einmal. Dann kannst du dich wieder abstützen, einmal auf den Bauch legen,
in die Bauchentspannungslage, ganz entspannt. Relax. Spüre nach, deine Hände, dein Rücken, deine Schultern, Beine, alles, was sich bemerkbar macht, ohne zu werten, ohne zu kritisieren oder drüber nachzugrübeln, eher wie so eine kleine beobachtende Instanz. Bleibe dann auf dem Rücken, auf dem Bauch, strecke deine Beine aus, bring deine Hände neben deinen Brustkorb, ziehe deine Ellbogen nach hinten zusammen, hebe dich in die Cobra, bleibe für 3 ruhige Atemzüge, halte die Position. Nacken ist lang, Blick diagonal Richtung Boden, Hände sind ganz entspannt. Im nächsten Einatmen ein bisschen höher kommen, ausatmen, wieder ablegen. After you have the cobra position, you can relax now. Dann beuge dein rechtes Bein. Und nimm mit deiner linken Hand den rechten Fuß. Versuche, deinen rechten Oberschenkel ein bisschen vom Boden wegzunehmen. Den Oberschenkel und Hüftbereich zu dehnen. Today you grab your right foot with the left hand. You try and lift your thigh. Und dann löst du wieder mit dem nächsten Ausatmen. Legst alles zurück, legst die Hand zurück und entspannst wieder. Dann beugst du dein linkes Bein, fasst deinen linken Fuß mit der rechten Hand. You grab your left foot with the right hand and try and lift your thigh away from the floor. Versuche, den Oberschenkel vom Boden wegzukriegen. Darf ruhig einen Moment dehnen, das ist nicht schlimm, aber atme ruhig. Wieder mit dem Ausatmen langsam und bewusst lösen und wieder ablegen, kurz nachspüren. Dann nehmen wir beide Arme lang neben dem Körper, machen ganz lockere Fäuste. Du kannst entweder dein Kinn auflegen oder deine Stirn. You can bring your extended arms with easy fists on the floor and put your chin or forehead on the floor. You choose. Ich mag das mit dem Kinn. Und dann hebst du abwechselnd einmal dein rechtes Bein nach oben, senkst es ab. Und dann dein linkes Bein nach oben und senkst es ab. You lift the right leg and left leg. You inhale when you lift. Exhale when you lower down. Einatmend hebt und ausatmend senkt. Eigentlich könnte ich alles auf Englisch machen. Ihr könnt ja alle Englisch. Ja. Mein Englisch. My English. Noch einmal jede Seite, diese dynamische Heuschrecke. Gut für Gesäßmuskel, unter dem Rücken. Danach könnt ihr wieder lösen. Und dann wieder die Stirn auf die Hände, großen Zehen zusammen. Und nachspüren. Dann kommen deine Hände wieder neben deinen Brustkorb für eine Cobra. Wir brauchen jetzt eine Gegenbewegung, Füße gestreckt, Ellbogen ziehen zueinander. Du hebst deinen Brustkorb, stützt dich nach oben,
kommst auf die Knie. Bleib mit den Händen, wo sie sind. Stell die Zehen auf, die bleiben auch, wo sie sind. Diese Position, Knie etwas abheben, dich nach hinten setzen mit dem Gesäß und dann die Beine strecken. Und jetzt mal abwechselnd eine Ferse Richtung Boden schieben. Dich in diesen abwärts schauenden Hund hineinrekeln. Downward Facing Dog. Move your heels, bend your knees. Dann komm in eine Bretthaltung. Halte die Position, bring deine Knie herunter, bring deinen Brustkorb zwischen die Hände, dein Kinn auf den Boden, gleite auf den Bauch über die Cobra-Position in den herabschauenden Hund. Noch dreimal Brettposition, Knie, Brust und Kinn herunter, auf den Bauch, hebe dich über die Cobra, den herabschauenden Hund. Noch zwei oder eine Pause machen. Ihr könnt immer die Knie auch vorher schon runtersetzen. Und das letzte Mal. Dann lass deine beiden Knie auf dem Boden. Komm in die Position ruhendes Kind. Get into the child position and relax. Ich bleibe lieber aufrecht, für mich ist es in der Hüfte nicht so günstig, so zu beugen. You can remain in the child position. Vielleicht merkst du deinen Atem, der sich vertieft hat durch die kleine Aneinanderreihung von Asanas. Und dann rolle dich langsam nach oben. Slowly roll up. Komm mit deinem Gesäß nach oben. Und stell einen Fuß nach vorne. Großer Schritt. Du möchtest dein Knie über dein Knöchel bringen und deine Hüfte möchte sich in diese Dehnung hinuntersenken. Bring deine Hände vor dein Herz und halte erstmal diesen großen Schritt, wo du das Gefühl hast, hier wird gedehnt. Bring die Arme nach oben und diesmal lässt du deine Arme auseinander, Handflächen zeigen zueinander. Wenn du ganz stabil bist und die Hüfte tief bleibt, dann neige dich sanft nach rechts und links. Achte darauf, ob deine Kniescheibe das mag oder ob du lieber noch ein Kissen unter das Knie legst. Genau, noch zweimal. You lean over from one side to the other side. Dann löst du deine Arme. Du kommst nach vorne mit den Händen und streckst dein vorderes Bein. Extend your front leg. Wenn du dich ein bisschen an die Dehnung gewöhnt hast, dann lass eine Hand am Boden und heb den anderen Arm zur Seite an. Dann stellst du diese Hand entweder auf den Boden oder aufs Bein und hebst den anderen Arm. Das machst du wieder ein paar Mal im Wechsel, entweder auf den Boden, you can bring your hand on the floor, or you can bring it on top of your leg and you open to the side. Noch zweimal zu jeder Seite. Vorderes Bein ein bisschen strecken. Genau. Wenn du das durch hast, dann richte dich auf, beuge dein Knie vorne, bring die Knie nebeneinander. Setz dich einmal zurück auf die aufgestellten Füße oder gestreckten Füße und spüre kurz nach, rechte, linke Körperseite, ankommen im Zehensitz. Dann machen wir die zweite Seite, drehe ich um, bringe den anderen Fuß nach vorne und lass wieder hier diese Hüfte, auf die kommt es erstmal an,
in diese Dehnung hineingehen, Hände vors Herz, stabile Beinhaltung. Dann nimmst du die Arme nach oben, lass die Schultern tief. Ganz leicht sind die Arme da oben. Lift your arms. Now you lean over from one side to the other side carefully. Alles bleibt stabil, nur deine Rippen bewegen sich, deine Brustwirbelsäule. Einfach ein bisschen verschiedene Dehnungsreize setzen auf diesen Hüftbereich noch einmal. Dann löse die Arme nach unten, strecke dein vorderes Bein, lehn dich nach vorne und genieße erstmal die Beindehnung auf der Rückseite. Enjoy the stretch. Und dann beginnst du wieder von einer Seite zur anderen, Arm zu heben und zu wechseln. You extend your arm, you lift it. Rotate from one side to the other side. You can also put your hand on your on the leg. Mach das so, wie das gut passt. Noch zweimal jede Seite. Letzte. Dann kannst du dich wieder aufrichten, kannst dein Knie wieder zurückbringen, dich wieder zurücksetzen auf die aufgestellten Zehen oder ausgestreckten Füße. Relax in the sitting position. Dann bring deine Hände auf den Boden. Jetzt stellen wir die Füße ganz auf, strecken die Beine durch. Laufen mit den Händen zu den Füßen. Bleib mal erstmal hier unten. Bleib, remain relaxed in this position. Slowly roll up, langsam aufrollen. Die Arme mit nach oben bringen. Strecke dich in die Feilposition. Ganz sanft. Arme sind ganz leicht da oben. Ausatmend. Neige dich wieder nach vorne. Lean forward when you exhale. Einatmend. Strecke deinen Rücken. Richte dich auf. Ihr könnt immer die Knie beugen, wenn ihr euch aufrichtet. Oder wer das Gefühl hat, ja, ich komme mit dem Rücken ganz gut gestreckt nach oben, wenn man den erst streckt und dann aufrichtet. Da passiert nichts, weil wir gerade keine schweren Gewichte heben. Da kann man auch mal den Rücken runden. Einmal noch nach oben kommen und ausatmend nach unten. Bleibt hier, remain here. Bleibe in der Dehnung und bring beide Hände außen an den linken Knöchel. So außen, so weit wie es geht oder an den Unterschenkel. Dann bring die Hände einmal rüber zum rechten Knöchel oder Unterschenkel. Bring both hands on one side of the leg. Feel the different stretch. Slowly come to center, komm wieder in die Mitte und roll dich wieder nach oben. Strecke dich noch einmal, heb die Arme an und lass die Arme dann herunter. Bleibe aufrecht, remain in the standing position, the mountain position. Genau. Von hier aus nimmst du einen Fuß nach vorne, du machst einen großen Schritt nach vorne. Wir gehen in die Krieger 1 Position diesen Monat. Und hinten die Ferse nimmst du ein bisschen nach innen und dein Becken bleibt gerade. Also wirklich diese hintere Hüfte will gerne ein bisschen mitgehen und die verdrehen wir so ein bisschen dagegen. Hände kommen vors Herz, vorne dein Knie wird gebeugt. Du stehst mittig auf beiden Füßen. Stand in the middle of both legs. Die sind wirklich stabil am Boden, egal was passiert.
Dann bring deine Arme nach oben, geh in die Krieger 1 Position, halte für 5 tiefe Atemzüge. Beim fünften Ausatmen lässt du die Arme zur Seite gehen, bleibst mit dem restlichen Körper genau in der gleichen Haltung. Und jetzt beginnst du deinen Körper zu neigen von einer Seite zur anderen Seite. Deine Füße und Beine bleiben stabil, Blick entspannt geradeaus. So, you lean over from one side to the other side. Your legs are fixed. Noch einmal zu jeder Seite. Dann komm wieder zu deiner Mitte. Lass die Arme herunter, bring den vorderen Fuß mit nach hinten. Komm in die Berghaltung und spüre nach. Come back into the mountain position and feel your body. Dann wechseln wir das Bein. Du nimmst deinen anderen Fuß, machst einen großen Schritt nach vorne. Hintere Ferse ein bisschen reindrehen. Fußspitzen zeigen beide vor oder leicht diagonal. Hände vor dein Herz, vorderes Knie beugen, hinteres Bein strecken. Bend your front knee, extend your back leg. Reach up softly for the warrior one. 5 Atemzüge, ruhiger Atem. Beim 5. Ausatmen so ungefähr die Arme zur Seite öffnen. Remain in that position, open your arms. Now you lean over from one side to the other side. Neige dich nach rechts und links. Lass den Atem fließen. Konzentriere dich, dass deine Beine stabil stehen. Ohne sich zu verspannen, versuch trotzdem da so ein bisschen locker zu werden. Concentrate on your legs and reduce the tension. Noch einmal, one more time. Komm dann wieder zur Mitte, lass die Arme herunter und bereite dich vor, dass der vordere Fuß mit nach hinten kommt. Du stellst dich wieder in die Berghaltung. Bring dich wieder zu dir. You remain in the mountain position. Spür deinen Körper. Und bevor wir gleich die Balanceübung, den Baum machen, darfst du mal deine Handflächen ganz flach machen, die Finger ineinander haken, die Arme nach oben nehmen und jetzt mal einfach ganz locker die Ellbogen nach hinten unten ziehen, dabei so ein bisschen hinter den Körper wandern, wenn das geht. Gerne auch so ein bisschen drehen. You can grab your fingers and you bring your elbow down, dann wander ein bisschen nach vorne, dass wir da hinten nichts ermüden, sondern nur den Schultergürtel durchbewegen. Lower your arms, lift your elbows, hebe die Ellbogen, drehe dich ein bisschen. Genau, einfach ganz locker, dass du mal alle Facetten von deinem Schultergürtel durchbewegst. Vielleicht malst du auch eine 8, maybe you want to paint. Lying 8 with your elbows. Alles machen, was angenehm geht. Und dann löse. Lass die Arme nach unten sinken. Spüre nach. Verlagere das Gewicht dann auf einen Fuß. Bring your weight on one leg. Try to find a place for the tree, for the other leg.
Tada. Na, es muss der Eisregen sein. If you are standing still, bring your hands in front of you, könnt ihr die Hände erstmal nach vorne bringen. Und dann nehmen wir die Arme nach oben und öffnen sie. Stehen im Baum und heute versuchst du mal, dich zu drehen. Nach rechts und links. Try to rotate your upper body to the right and left side. Ja. Sei nett zu dir, wenn du umfällst. Oder der Fuß runtergeht, umfallen tut er ja nicht. Dann komm wieder zu deiner Mitte. Lass die Arme sinken und lass auch deinen Fuß sinken. Spüre nach, relax. Dann wechsel auf den anderen Fuß. Finde wieder deinen Platz für den Baum. Gucken, wie diese Seite ist. Hände vors Herz. Dich erstmal sammeln. Wenn du das Gefühl hast, ja, ich bin stabil, hebst du die Arme, sammelst dich hier wieder und dann erst beginnst du mal ein bisschen zu drehen. Und je mehr du den Kopf mitdrehst, desto schwieriger wird es. You try and rotate. The more you move your head, the more difficult it becomes. Also ich empfehle, den Kopf vorne lassen, wenn das klappt. Und dann komm auch wieder in die Mitte. Lass die Arme herunter. Stell den Fuß ab und spüre nach. Dann könnt ihr herunterkommen in den Sitz. Einmal gerne auf die Matte, sodass du dich rückwärts abrollen kannst gleich. Ich setze mich hier so zu euch gedreht und heute mit ausgebreiteten Beinen. Knie mit den Kniekehlen sanft auf den Boden bringen. Versuchen hier vielleicht nochmal die Sitzbeinknochen ein bisschen frei zu holen. Dass dein Becken sich so ein bisschen aufrichten kann, Schambein Richtung Boden. Try to sit on both sit bones and lift your chest. Genau. Wir nehmen die Arme hoch. Wir drehen uns zu einer Seite und da gehen die Arme zur Seite herunter. Der eine Arm hebelt wieder am Bein und der andere hilft dir in die Drehung nach hinten. So, you sit in this rotation, your arms help you with the rotation, but you sit upright. Versuch die Beine auf dem Boden zu entspannen und die den Brustkorb zu heben, also dich lang zu machen in der Wirbelsäule. Dann einatmen, die Arme heben, ausatmen, einatmen, weiter drehen und ausatmen, die Arme sinken lassen, drehe dich zur zweiten Seite, rotate to the other side, lift your chest, sit on both sit bones and help with your hands to rotate your spine. Beim nächsten Einatmen komm wieder zur Mitte. Inhale, come back to center, lift your arms. Beim Ausatmen lehn dich nach vorne, versuche deine beiden Füße zu greifen und einen Moment nach vorne zu entspannen. You can grab your toes or some other part of your leg or bring your hands here. Make sure your shoulders relax and you lean forward and try to relax.
Versuch die Beine zu entspannen, die Rückseite der Beine locker zu lassen. Try to relax the back of your legs. Dann wieder langsam aufrichten, könnt die Arme unten lassen, die Beine mal schließen, die Hände kommen nach hinten und wir gehen in die Gegenposition, heben unser Brustkorb und dann das Becken und vielleicht heute mit gestreckten Beinen, sonst stell die Füße gerne auf. Lift your pelvis, hold the position, maybe you can bring your head to the back. Du kannst vielleicht den Kopf nach hinten legen, das mag aber nicht jeder. Dann wieder sinken. Bring your pelvis down and roll on your back. Roll dich auf den Rücken. Ganz entspannt, streck die Beine aus und geh kurz nach. Komm mal kurz an in der Rückenlage. Dann bring die Füße auf den Boden, the feet on the floor, extend your legs, bring deinen Oberkörper nach oben und die Arme nach oben, Handflächen zusammen. Wenn du die letzten Wochen mitgemacht hast, weißt du, dass wir hier dran üben. Wenn es zu schwer wird, bring die Hand unter den Kopf. If you have a neck problem, then bring your head on your head. Sonst versuch einen Moment zu halten und versuch mal deine Beine ein bisschen zu senken und das einen Moment zu halten, vielleicht mit so ganz kleinen Hoch-Tief-Bewegungen mit den Armen aus dem Bauch heraus. Hold your legs in diagonal or maybe you can go further down. And if your head is too heavy, then just bring one or two hands behind your head. Dann hebe die Beine wieder an. Lege dich herunter, stell die Füße auf, bring your feet on the floor, relax. Spür, wie wunderbar der Körper entspannt, wenn ich vorher so was Gespanntes gemacht habe. Feel the difference between the relaxation and the tension before. Dann streckst du deine Beine ziemlich aus am Boden, aber so, dass deine Füße noch einen guten Kontakt haben, die Fußsohlen. Extend your legs a little bit further away, but your feet should remain on the floor. Bring your arms to the floor and lift your pelvis und hebe dein Becken. Halte mal diese etwas tiefere oder flachere Brücke. Hold the bridge. Aufpassen, dass du keinen Krampf bekommst im Disk, in den Kniebereich. Lieber vorher wieder runter. Dann komm wieder langsam herunter, lower and relax. Bring die Füße wieder zum Gesäß. Dann heben wir noch einmal die Beine. Lift your legs again. Heb noch einmal deinen Oberkörper, Handflächen zusammen und bewege dann die Beine ein paar Mal runter und wieder hoch. Runter und hoch. Lower your legs and bring them back. But you should not lift your lower back, only a tiny little bit, but not no hollow back. Du darfst nicht im unteren Rücken abheben, weil ansonsten ist der Bauchmuskel nicht mehr aktiv oder nicht mehr so. Und dann kommen wir wieder zurück. Legen uns wieder runter, Kopf runter, Füße runter, Arme runter, relax. Spür das Nachlassen der Spannung in der gesamten Vorderseite. Es geht ja wirklich von der Stirn, glaube ich, bis zur großen Zehe, diese Anspannung. Versuche dann noch einmal das Bridging, also diese Brücke. Again, you try the lower bridge, bring your feet a little bit away from your pelvis, lift und vielleicht kannst du deine Finger verschränken und dich noch ein bisschen hochdrücken in die Brücke, gucken, ob das angenehm geht.
Maybe you can grab your fingers and press your arms against the floor. Es erleichtert ein bisschen die Arbeit der Beine, bringt dir mehr Rücken- und Schulterarbeit. Und dann löse wieder. Relax. Bring the feet near to your body. And relax. Ich würde jetzt eine Dehnübung noch mit euch machen für den Schulterbereich. Dafür legen wir uns auf den Bauch. Now you can lie on your stomach. Lege ich einmal auf den Bauch. Und du streckst jetzt, ich sag mal, den linken Arm zur Seite, dann mache ich das mal genauso mit und bringst die linke Schulter auf den Boden. Der Kopf schaut nach rechts. Bring your left arm to the side, your shoulder on the floor, your head looks to the right side und die rechte Hand, die stütze ich hier auf der anderen Seite, also ich zeige das mal hier, der Seite hier kurz vor dem Brustkorb auf und lege auch mein rechtes Knie so ein bisschen zur Seite. So, dann liegt die linke Schulter noch besser am Boden. Jetzt kommt die Dehnung, indem ich mit der rechten Hand gegen den Boden drücke und versuche, über die rechte Schulter hochzuschauen. Das zeige ich nochmal andersrum. You push against the floor. I show it on this side. You bend your knee here on the right side. And you rotate and look up to the ceiling. Und wenn du in dieser Haltung bist, dann zeige ich jetzt wieder die linke Seite. Dann kannst du auch die Hand heben. You can also lift your hand when you feel the stretch of your shoulder. Dann löse das Ganze. Relax and change to the other side. Der andere Arm geht zur Seite. Das linke Knie beugt sich. Ich stütze mich mit links auf. Rechte Schulter bleibt am Boden und ich drehe mich über die linke Schulter hoch, schauend auf. Right arms on the floor, the shoulders on the floor. And I try and look up to the ceiling to stretch the arm. Maybe you want to lift your fingers. Also vielleicht willst du nochmal die Finger so abheben. Genießen. Es muss so eine Position sein, wo du sagst, ach ja, ist doch schön, wenn es vorbei ist. Dann ist es richtig. Find a position where you will like it when it's over. Und dann löst du wieder. Relax. Lege dich auf eine Seite. Lie on one side. Strecke die Beine nach vorne. Bring auch beide Arme nach vorne. Und von hier aus hebst du den oberen Arm hinter dich. Und bleibst in dieser gedrehten Dehnung. Wenn dir das zu doll ist, kannst du immer die Knie ein bisschen beugen. So, if it's too intensive, you could just bend your knee. Lege deinen Kopf entspannt, genieße. Es soll mit der Zeit, da wo es dehnt, nachlassen. So longer you hold it, the more you should relax in the part that feels the stretch. Dann beugst du wieder deine beiden Knie. Rollst dich zurück auf den Rücken. Kurz ankommen. Come onto your back. Relax. Feel your shoulders and the difference of the sides of your body. Roll onto the other side. Roll dich auf die andere Seite. Hier erst wieder die Beine ausstrecken, wenn es geht. Jetzt habe ich hier eine Wand, das ist sehr praktisch. Dann die Handflächen aufeinander und jetzt den oberen Arm nach hinten hinter dich führen. Versuche mit dem Kopf und allem einen guten Platz zu finden.
die Dehnung zu genießen. Dann wieder lösen, die Beine beugen, relax, come back to center, roll dich auf den Rücken, streck die Beine aus, leg die Arme entspannt neben den Körper und spüre wieder nach. Relax your body, kannst auch deine Augen dann schon schließen für unsere kleine Endentspannung, control your eyes if you like. Wieder ein paar ruhige Atemzüge. Concentrate on your breathing. Let your body relax. Lass deinen ganzen Körper entspannen. Ich möchte dich einladen, jetzt mal dein Herz sprechen zu lassen. I'd like to invite you to let your heart speak now. Und mal dir zu überlegen, wofür bist du dankbar? Think about, what are you grateful for? Ist es Situationen in deinem Leben, die liebevoll, schön, freudig oder abenteuerlich, weiß nicht, wie es bei dir ist, sind? Oder ist es das, was du hast, Dinge, die du besitzt, wofür du dankbar bist, oder Umstände, in denen du dich befindest, Partnerschaften, Haustiere, dass es Strom gibt, dass wir genug zu essen haben, oder. Wofür bist du dankbar? Are you thankful for situations in your life that happens to you, circumstances like that you have a house and something to eat and good children? Und dann kannst du auch nochmal Kontakt zu deinem Herzen aufnehmen, ohne jetzt mit dem Verstand irgendwie was herumzudenken, einfach mal Kontakt aufnehmen mit deinem Herzen, mit deinem Gefühl oder wie du es nennen möchtest und so sinngemäß fragen, mein liebes Herz, wie geht es dir? Möchtest du mir irgendetwas mitteilen? Gibt es irgendetwas, was ich wissen kann? Now you can concentrate on your heart and ask your heart, my heart, how are you? Is there anything that you would like to tell me that I should know?
kannst du langsam dich von deinem Herz verabschieden, vielleicht später nochmal Botschaften empfangen, zurückkehren in den Raum. You can slowly say goodbye to your heart, maybe you want to talk to it later on. Beginne dann wieder den Atem zu vertiefen, dich ein bisschen mit Händen, mit Füßen zu bewegen. Just start to inhale deep. Move your hands and feet. Und du kannst auf dem Rücken liegen bleiben oder dich auf die Seite legen. Oder zum Sitzen kommen, ganz wie es für dich jetzt passt. You can remain on the floor, you can lie on one side or come to a sitting position. Do what you like now, it's your time. Ich verabschiede mich. Sag schon mal auf Wiedersehen bis zur nächsten Stunde. Der kleine Kell auch. We say goodbye till next lesson. Hope you enjoyed. Ich hoffe, es hat euch gefallen, denn ihr habt, also ich muss euch ja nicht gefallen, aber das, was du für dich erlebt hast in den Asanas, vielleicht wird es so mit der Zeit immer besser, immer leichter hineinzukommen. Yoga lebt ja von der Wiederholung, dass man irgendwann ankommt und es wirklich einfach leicht fällt. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und bis bald. Bye bye. Have a beautiful time. Bye bye.